Herzlich willkommen bei einer weiteren Körperreise. Heute geht es darum, dein Immunsystem zu stärken, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, mit besonderem Blick auch nochmal auf Erkältungen, auf Verkühlungen, alles, was dazu grassiert an Viren, Bakterien, dass da ein guter Schutzschild einfach besteht und dass du da schnell wieder fit wirst, solltest dich erwischt haben. Und mit jeder Heilungsmeditation, also Heilung beginnt ja so vom energetischen her im Herzen. Nicht jetzt, weil es Liebesenergie ist im Sinne von romantischer Liebe, sondern weil das so diese Lebensenergie ist. Also so für mich ist ja Lebensenergie quasi diese Herzensenergie vom Göttlichen her. Und die müssen wir zuerst einmal aktivieren. Also wenn wir Selbstheilungskräfte aktivieren, konzentrieren wir uns erst einmal so aufs Herz. Und der zweite Aspekt ist natürlich, so das Unterbewusstsein Heilung annehmen und zulassen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du erlaubst jetzt mal in deinem Inneren, dass Heilung stattfindet. Ich erlaube mir, dass Heilung in meinem Körper und in meinem Energiefeld stattfinden kann. Und alles, was dieser Erlaubnis widerspricht, jegliche Anspannung, jegliche Blockade darf sich jetzt lösen. Und diese Blockaden lösen sich in der Energie Heilung annehmen und Heilung zulassen. Und diese Energie, diese Heilung annehmen und dann auch zulassen Energie, fließt jetzt über deinen Rücken, über dein Nabelchakra in dich ein. Heilung annehmen und zulassen. Du erlaubst dir, dass du dich fallen lässt in diese Energie. Du erlaubst dir jetzt auch, heil zu werden. Und du kannst jetzt wahrnehmen, wie dein Körper und dein Energiefeld ganz sanft nach oben gehoben werden, ganz sanft getragen werden. Und während du so nach oben gehoben wirst, öffnet sich dein Feld und sämtliche Manipulationsenergien, die in deinem Energiefeld, in deinem Körper gespeichert sind, dürfen nun transformiert werden. Sämtliche Manipulationsenergien werden nun transformiert. Und diese Manipulationsenergien können Energien sein, die zum Beispiel sagen, na so schlimm ist es nicht, es geht mir ja gut, es ist alles nicht so tragisch, wo du gelernt hast, auch Dinge gesellschaftlich ein bisschen runterzuspielen. Sondern es geht jetzt darum zu sagen, es ist egal, ob ich das jetzt gut aushalten kann oder nicht, ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte, dass ich in meiner Kraft bin. Ich weiß, dass ich Dinge schaffen kann und dass ich Dinge gut alleine stemmen kann, aber ich habe da jetzt keine Lust drauf. Ich möchte einfach, dass es leicht ist, dass ich heil bin, dass ich ganz bin und dass ich mich nicht mit Krankheit herumschlagen muss. Und spür da mal rein. Wenn du sagst, okay, nein, kein Kompromiss, nichts, dass ich sage, ich kann das aushalten, sondern ich möchte einfach wirklich klar gereinigt sein und heil sein, frei von Beschwerden.
Und dieses Frei von Beschwerden wird oftmals so behindert durch den Satz, naja, es ist nicht so schlimm oder es könnte ja schlimmer sein. Das ist jetzt momentan völlig uninteressant, ein Vergleich, sondern es geht darum, dass du frei bist und heil bist. Ich erlaube mir jetzt Heilung und Freiheit. Ich erlaube mir nun Heilung und Freiheit auf allen Ebenen. Das ist ganz, ganz wichtig. Heilung und Freiheit auf allen Ebenen. Und dadurch zieht sich jetzt noch einmal Manipulationsenergie von dir ab, und zwar die manipulative Energie, die darin besteht, was wirklich gut für dich ist. Also alles, was bei dir gespeichert ist, als das ist gut für dich, was womöglich gar nicht gut für dich ist, das wird jetzt transformiert. Und in dieser Transformation spürst du jetzt auch von deinem Herzchakra aus, dass sich Heilung ausbreitet, dass deine Selbstheilungskräfte aktiv werden, dass deinem Körper, deinem natürlichen Zustand Raum gebracht wird, Raum gegeben wird und dass du diesen Raum nutzen kannst, um wieder heil zu werden. Und in diesem Fluss der Heilungsenergie, der jetzt zu dir gebracht wird, den erlaube dir jetzt dahin zu lenken, wo du ihn am meisten benötigst. Vielleicht im Halsbereich, bei den Lungen, bei deinem Herzen, bei der Verdauung, beim Bewegungsapparat. Ganz gleich, wo du das Gefühl hast, dass du ihn brauchst, kannst du diese Energie jetzt hinlenken. Erlaube dir, den Fluss dieser Heilungsenergie wahrzunehmen. Und jegliche Anspannung loszulassen. Jeglicher Stress, jeglicher Druck wird aus deinem System entfernt und du fokussierst dich auf den Körperteil, wo du jetzt am dringendsten Heilung benötigst. Und spürst nun den Ausgleich, dass sich dein Chakrensystem ausgleicht und synchronisiert. Und dass wirklich alter Stress abfließen kann. Die gestaute, verbrauchte, auch kranke Energie verlässt mehr und mehr dein System. Und du spürst, dass immer mehr Klarheit, Kraft und Orientierung zu dir zurückkehren. Und nun kommt noch
eine geheime Zutat zu deinem Heilungscocktail, nämlich die Energie, genau der Zeit, die du benötigst, um heil zu werden. Ich bekomme jetzt genau die Energie, genau die Zeit, den Raum, den ich benötige, um heil zu werden. Und das fließt jetzt auch ein, Zeit, Raum und ganz viel Geduld natürlich. Und spür jetzt mal, wie dein Energiefeld noch leichter wird, noch klarer wird, noch mehr aufgerichtet wird. Und spür, wie du dich immer mehr und mehr in deine Mitte bringst oder in deine Mitte gebracht wirst. Und nun werden nochmal alle inneren Organe gereinigt und in Harmonie gebracht. Nochmal verlässt so die letzte gespeicherte Anstrengung in deinem Körper, dein Energiefeld und natürlich auch deinen Körper. Und du spürst, wie du leichter, ruhiger, friedvoller und immer klarer wirst. Atme nun mal tief ein und wieder aus. Und erlaube nochmal, dass sich Heilung in deinem System ausbreitet. Jeglicher Stress und Druck wird von deinem Herzen genommen und du wirst immer freier und klarer. Und nun erlaube dir nun, wenn du möchtest, noch eine Stufe tiefer zu gehen mit dieser Heilungsreise. Und erlaube mal der Heilungsenergie, dass sie sämtliche Muster aus dir löst, die einen Vorteil in deiner Krankheit sehen. Sämtliche Muster aus dir sollen gelöst werden, die jetzt noch einen Vorteil aus deiner Erkrankung sehen oder aus einer möglichen Erkrankung sehen. Und in einem tiefen Violett werden auch diese Programme transformiert. Du wirst klarer, freier.
und spürst, dass immer mehr Stress von dir abfällt. Du spürst, dass du noch leichter wirst, diese alten Programme auch hinter dir lässt. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und du bemerkst jetzt, dass du ruhig bist, flexibel bist, dass Heilung durch dein System fließt und nun in dieser Flexibilität, in diesem Heilungszustand erlaubst du dir, dich zu erden und auch deine Abwehrkräfte zu stärken. Stärke jetzt deine Abwehrkräfte, indem du dich von einem Schleier von Licht umgeben siehst und du spürst, ober dir, unter dir, zu deiner Linken, zu deiner Rechten, vor dir und hinter dir kann dir nichts geschehen, kann sich dir nichts nähern, was dir schadet. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Bedankst dich jetzt mal bei der geistigen Welt für die Hilfe und kommst dann in deinem Tempo wieder ins Hier und Jetzt zurück. Du fühlst mal nach, bewegst deinen Körper, streckst dich mal durch und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich mal, fühlst noch mal nach. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, du landest jetzt wieder, kommst wieder in deinen Körper, in deinen Raum zurück und du öffnest deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Wie ist es dir gegangen? Wie hast du es denn erlebt? Ich freue mich auf deine Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Jareni. Tschüss, bis nächstes Mal.